Hallo meine lieben Freunde, ich darf euch da ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Mafia 2. Es ist verdammt lange her, meine Freunde, dass mal wieder ein Part gekommen ist. Ich zeig dir mal, was nicht erlaubt ist. Dein Maul, Junge, was bist du von mir? Ihr wisst ja noch, dass ihr letzte Folge, dass wir hier aufgehört haben. Ich hoffe, dass der Sound so passt. Ich habe das jetzt alles mal auf 20%, wie ich glaube ich auch vorher hatte. Bitte nicht erschießen! Oh, er ist hin. Adios, Arschloch. Genau wie du. Und ich habe Mafia 2 neu installiert, weil ich ja mal Windows 10 hatte. Und ja, da ist halt so das gewesen, dass ich jetzt alle Spielstände verloren hatte, weil ich ja Windows 8 wieder drauf gemacht hatte. Wieso auch immer, Tomb Raider und andere Spiele wurden gespeichert, außer Mafia 2, also genau wie Joe's Adventure, hatte ich auch nicht gespeichert jetzt. Alles auf Null. Ich habe also gar nichts mehr. Und deswegen musste ich jetzt alles nochmal nachspielen. Es war ja nicht zum Glück so viel. Ich habe alles nachgemacht wie im Video. Ich muss mir die Videos nochmal angucken, um zu wissen, wie ich alles was gemacht habe. Und ja, der möchte jetzt hier so einen Tanklastwagen haben. Das haben wir ja rausgefunden, dass es ja so ein Diebstahl ist. Ist eigentlich in der Nähe, oder? Nee, warte mal, wir waren lieber mit dem Auto. Ja, wir haben nicht mit demselben Auto aufgehört, wie ihr es seht. Ein bisschen anderes Auto. Trotzdem habe ich versucht, mein Bestes zu geben, Leute. Und die Musik muss ich immer noch machen. Und ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Weil ich hatte das dann gesehen und hatte dann echt erstmal keine Lust, das nachzuspielen. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt wieder sicherheitshalber verfolgt. Wäre sonst zu einfach. Und wenn ja, dann steige ich einfach aus. Wieso braucht jemand so einen Wagen, Alter? Komm, das wäre mal voll geil gewesen, wenn wir den Wagen auch irgendwie gefunden hätten. So einer. Weil wir haben ja meistens nie so einen großen gefunden in der Hauptstory. Und ich habe mir halt gedacht so, ach komm, also als erstes halt, du brichst das Let's Play ab, weil das jetzt nachzuspielen wäre scheiße. Und habe ich mir einfach nochmal die Videos angeschaut und habe mir so gedacht, das ist doch gar nicht so viel, zwei Parts eigentlich. Und das war ja voll easy. Da habe ich vielleicht so 6 Missionen oder so habe ich ja da eigentlich hauptsächlich gemacht. Deswegen habe ich mir so gedacht, ach komm. Und eigentlich Mafia 2, so rumballern mit der Schotze und so, hätte ich mal wieder voll Bock drauf, Alter. Das Ding kommt gar nicht mehr. So, wie gesagt, wie ihr es vielleicht auch sehen könnt, habe ich die Bullen auch wieder natürlich entfernt. Nochmal Platzgelege. Und bei Harry war ich ja natürlich auch, wie ihr es gesehen habt. Also ich habe wirklich alles versucht nachzumachen, was ich in den Videos gemacht habe. Und ja, einfach, ne? Wir haben ja schon jetzt 20%, glaube ich, wenn wir diese Mission hier anfangen. Deswegen sollte das recht schnell gehen eigentlich. Also für die Mission, die ich da gemacht habe. Ich bin ganz normal auf der Straße gefahren. Was willst du eigentlich, du Penner? So, bremst. Alter, wenn du so ein Teil abbremst von... Was sind wir jetzt gerade? 40 jetzt nochmal oder ein bisschen schneller als 40? Wenn du so ein Ding abbremst, dann runter. Deswegen so LKW-Fahrer ist gar nicht so einfach. In die Kurven kommen, rückwärts fahren vor allem und das Ankuppeln, Abkuppeln und vor allem das Bremsen halt. Die richtige Geschwindigkeit einzuschätzen einfach, das ist einfach schon Respekt. So. Gut, haben wir das auch. Das ist ja eigentlich ganz easy. So, und ich habe da jetzt auch schon eine geile Karre gesehen, die nehmen wir natürlich nicht. Wir gucken erstmal, haben wir denn alles nachgeladen. Hier, das ist der Wagen, aber da stand auch gerade ein geiler. Naja, gut. Bist du blind? Nee, eigentlich nicht. Du? So, gut, dann mal einsteigen. Ich musste auch erstmal die Steuerung umstellen, Leute, weil da gab es irgendwie, ja, keine Ahnung. Da war auf Steuerung. Ja, da hast du recht, hast du gut gemacht. Da war auf Steuerung in Deckung gehen, obwohl es ja eigentlich auf Q normalerweise ist, was ja in der Hauptstory ist, auf Q. Da dachte ich mir so, hä, ist Steuerung? Nee, warte mal, das mal schmeichelt an. Und, ja.
Auf Tomb Raider habe ich auch wieder Bock gehabt, deswegen habe ich jetzt mal wieder angefangen, weil ich muss jetzt mal hier die ganzen Projekte, die ich hier habe, mit euch, muss ich ja auch noch zu Ende führen. Und deswegen, ich kann es nicht einfach so lassen. Duke Nukem habe ich mir vorher den Speicherstand extra gespeichert, genau wie Crysis, den musste ich ja auch vorher speichern, um das Let's Play fortzuführen. Das habe ich nämlich gemacht und da wird dann bald auch weiterkommen, Duke Nukem. Muss noch mal schauen, wann. Schön. Jetzt kommt erstmal wieder für euch heute Mafia 2, meine lieben Friends. Vielleicht kommt heute auch nochmal Tomb Raider und vielleicht nochmal AW. Muss ich mal gucken, wie das Ganze klappt mit dem Hochladen und mit dem Rendern. Das Rendern dauert meistens halt immer lange, weil Full HD und 60 FPS. Und das Hochladen natürlich dann auch eine Stunde oder so. Und dann rendere ich halt immer gleich das nächste schon für euch. Ist klar. Und wenn das fertig ist, dann lade ich das auch gleich hoch. Also, ich schau mal, wie das mit der Zeit klappt. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Weil ihr wollt ja auch was zu tun haben. Vielleicht nimmt der Flo heute auch nochmal was auf. Der ist leider momentan richtig erkältet, also dick am Arsch. Weiß ich nicht, ob er aufnehmen möchte, weil es hört sich ja extrem scheiße an mit dem Husten oder. Das ist geile Karte. Mit dem Husten und mit dem Niesen, Nase läuft und so. Das ist natürlich nicht so ganz geil. Was ich auch nicht gerne unbedingt möchte in meinen Videos, sozusagen. Weil wir wollen ja Qualität, klar und klassisch, Stimme haben. So, jetzt fliegen wir erstmal wieder eine Runde. Jawohl, das war so geil. Mit der anderen Kamera ist das. Nice. Alter, wo ist das denn? Das ist bei Harry, gell? Ich bin da jetzt vorbeigeflogen, sozusagen. Ja gut, dann macht das nichts. Das ist unsere nächste Mission. Also die Missionen sind wirklich, naja, Pillepalle, sag ich mal. Entschuldigung. Da hätte ich mir auch schon echt ein wenig mehr erhofft, Leute. Aber gut, was soll's, ne? So. Verprügel den... Aber schieß sie nicht, schließ sie nicht auf sie. Ach so. Aber schieß nicht auf sie, so. Mein Gott. Fresse. Prügeln. Halt mal geil, Alter. Da kommt wieder ein geiler Kampf, oder was? Da kriegen sowieso wieder alle auf die Fresse. Nicht auf den Schießen. Okay. Gut, dass wir das schon mal wissen, weil sonst werde ich wahrscheinlich schon mal meinen Finger auf den nervösen Abzug gepackt mit der Shotgun. Mhm. Weil, na, ihr wisst ja, Shotgun und so. So. Leute, jetzt kriegt er auf die Fresse. Kann ich wirklich keinen Schlagring oder so mitnehmen? Das wäre auch schon geil als Waffenschlagring. Bam, 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 bam. Ich hoffe, das Mausklickern hört man nicht so. Ja, aber... Warte mal. Jetzt rennen die da weg, oder was? Achso, ups, das war die falsche Taste. Zack. Warum verpissen die sich jetzt? Hier also. LOL! Ja. Was war denn das jetzt? Okay. Nochmal. Moment. Achso, die dürfen schießen und nicht. Okay, gut. Ich hätte jetzt gesagt, ich schieße jetzt eine Kugel ins Bein. Das war's. Ganz anders. Das machen wir jetzt cleverer. Sind die jetzt entweder da rausgekommen oder wie war das? Das sind drei Leute. Warum sind da drei Leute? Ja, die holen wahrscheinlich ihre Kollegas. Ach, da steht der eine. Ja, die holen ihre Kollegas. Ja komm, Kollege. Das können Sie ja gerne mal probieren. Oh, auf die Fresse, Alter. So, da sind sogar gute Teile. Steh bloß nicht mehr auf. Scheiße bin ich. Alter. Ja, wow, die haben...
Wie soll ich das machen? Wie soll ich denn das jetzt machen? Ey. Wird mich wohl verarschen, gell? Das ist doch scheiße, was ist das? Das ist erlaubt, oder was? Wunderbar. Ihr wollt mich wohl verarschen. Alles klar, Leute. Warum sagt ihr mir das nicht gleich? Na ja, gut. Egal. Haben wir es auch so geschafft. Gut. Hätte ich sofort einen Headshot mit verteilt. Euch schon einig sein, ne? Wollt ihr... Yo, komm, Alter, lass mich in Ruhe. Aber ich schieß nicht auf sie. Ich merk schon. So, das haben wir alles. Wenn wir hier ein bisschen nachladen. Wir müssen immer fresh sein. Thompson haben wir wenigstens, das ist gut. Gut, zwei Granaten noch. Ja, macht ja nichts. So! Da ist wieder was. Der irische LKW. Alles klar. Holen wir uns auch. Oh, leck. Komm, ich helf dir aussteigen, Sisse. Tun Sie mir nichts. Ja, ich tu dir auch nichts. Wir sind gerade bei Harry, ne? Oh nein, da bringt uns einer um. Hey, Radio aus, hab ich gesagt. Ich hoffe, dass der Sound so wirklich passt für euch. Wenn nicht, dann wird er in der nächsten Folge einfach leiser gemacht. Ich wusste jetzt nicht mehr 10 oder 20. Verpisst euch. Trottel. So, Mission starten. Alter, wie geil. Es sind schon geile Bilder dabei, ohne Spaß. Still in Lastwagen mit der Zigaretten. Okay. Aber wir kriegen so richtig Billo-Jobs. Ohne Witz, was ist das? Das ist so richtig... Warum ist es einfach dann zu schnell durchgespielt, finde ich? Hä? Ach so, was ist das? Wieso geht's nicht? So, dann packen wir mal das da aus. Kann ich nicht entdecken, oder so? Brauchst nichts machen, Kollege. Hab dich schon. Ja, hast du Glück gehabt. Hey, Kumpel, aussteigen! Brauchst nichts machen. Hab schon. Komm, gib Gas. Radio aus, bitte. Danke. Ja, das haben wir doch gut gemacht, Leute, würde ich mal sagen, oder? Ach so, das ist jetzt der Lastwagen. Ah, da hat schon den. Ah. Interessant, zu wissen. Jetzt müsste man natürlich dann mal die Hauptstory spielen nochmal. Wie die ganze Karte. Was da so passiert ist. Wie gesagt, ich habe davon auch keine Spielstände mehr. Alles auf Null, gar nichts mehr. Muss ich alles neu spielen. Ja, ist natürlich hammergeil. Ja, machst du nix. So. Auf jeden Fall, ich liebe dieses Feeling von Buffy, diese Abenddämmerung und die Grafik, das Fahrverhalten so und das Schießen. Richtig geil. Ey, das wäre so ein richtig geiles Spiel gewesen, ohne Witz. Ich liebe es einfach irgendwie, aber es ist auch irgendwie scheiße, weil es zu kurz ist. Ja, es ist einfach so zu einfach gewesen. Da ausschalten, hier hinfahren, das machen, das machen. Es war zu einfach. Nicht so wie bei Mafia 1, wo du jetzt zum Beispiel bei
ich sag jetzt mal, die Hure, ja, die Mission hattest. Stopp. Da war das halt so, dass das, was im Hotel, da hast du die Aufgabe, dann bist du auf dem Dach, dann musstest du dich da weiterkämpfen mit den Bullen und einfach geil. Was ist das denn jetzt? Ja, geil. Was wollen die Pisser denn? Hinter mir, ich weiß. Wo ist der Penner? Oh Mann. Erreicht die sichere Zone. Rangzähler, Alter. Ich weiß nicht, was das soll. So. Na, reloaden. Oh, da ist ein Auto. Hat jemand wohl die Tür abgefahren, was? Was für ein Penner waren das? Das ist mal nämlich die Thompson. Okay. Schauen wir erstmal kurz, was unsere nächste Aufgabe ist. Hier ist so ein Diebstahl. Dann würde ich sagen, machen wir so einen Diebstahl. Yep. Ich würde die Musik so gerne laufen lassen, weil die ist schon echt nice. Und festhalten! Nur irgendwie. Ja. Erlaubt es YouTube nicht, wa? Das ist immer wieder das Problem. Immer YouTube. Macht immer Probleme. Naja. Guckt euch das an, das sieht so richtig geil aus. Und vor allem, ich liebe solche Autos, die so richtig Amis. So richtige, richtig geile. Komm, Baby, Cadillacs. Zeig, was du drauf hast. Richtig nice. Oh, Gießen dürfen auf der Straße. Ich bräuchte eigentlich mal wieder so einen schnellen Wagen. Weg. So, hier hätte ich wieder mit Vito langrasen können. Habe ich das richtige Auto nicht gehabt. War auch schon krass, ja. So. Links lang. Wenn ich ein schnelles Auto sehe, dann nehme ich mir das sofort. Das ist jetzt nicht gut. Oder ist das schnell? Ja, können wir klauen uns das einfach mal. Nein, wir machen das mal so. Ach Quatsch. Jetzt komm, Jimmy. Stell dich nicht an. Ich weiß doch, dass du es kannst. So. Musik machen wir schon mal direkt aus. Ja. So, lassen wir so stehen. Gut, dann schauen wir mal kurz rein, weil dann speichert es nämlich... Ja, toll. Wow, ich hab davon einen. So, das speichert jetzt auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, zum letzten Checkpoint laden. Das nehme ich hier. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Ganze oder uns unterstützen wollt, dann lasst einfach ein Like da. Dann ist alles tussi. Und falls ihr irgendwas schreiben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Haut irgendwas rein. Weil das würde mich nämlich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ne? Ich habe nämlich meinen Spaß hier. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Also haut rein. Euer Sebi, macht's gut. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Haut rein. Ciao.